Unternehmen gründet, der braucht nicht nur viele gute Ideen und eine ganze Menge Disziplin, sondern auch Mut zum Risiko. Man darf keine Angst davor haben, Fehler zu machen und muss in der Praxis viele Probleme lösen, die noch nie in irgendeinem Businessplan aufgetaucht sind. Nun ist ja in diesem Jahr zu all den ganzen Herausforderungen, die Gründerinnen und Gründer eh schon meistern müssen, noch eine hinzugekommen, mit der vermutlich fast niemand gerechnet hat. Aber welche Folgen hat denn eigentlich genau die Corona-Pandemie für die deutsche Startup-Szene? Und wie wettbewerbsfähig ist unsere digitale Wirtschaft in Zeiten der Krise? Und was kann denn eigentlich die Politik tun, um innovative Ideen zu fördern, ohne sich zu stark einzumischen? Mein Name ist Maximilian Novroth und ich freue mich sehr, dass ihr live eingeschaltet habt zu Folge schon Nummer 19 unserer digitalen Veranstaltungsreihe Kass Konkret, bei der wir heute, jetzt und hier diese spannenden Fragen diskutieren. Wie immer seid ihr herzlich dazu eingeladen, euch persönlich einzuschalten. Schreibt einfach eure Fragen, Ideen, Gedanken direkt in die Kommentare bei Facebook oder bei YouTube. Ich habe hier ein Handy neben mir liegen, ganz digital, und kriege das mit, was euch bewegt und kann euch so live ins Gespräch mit einbringen. Ich freue mich sehr, euch unseren heutigen Gast vorzustellen. Es ist ein Mann, der sich selbst so ein bisschen als Brücke sieht, und zwar zwischen der Digitalszene auf der einen Seite und der Politik auf der anderen. Er selbst sitzt seit 11 Jahren für die CDU im Bundestag und ist Beauftragter des Wirtschaftsministeriums für die digitale Wirtschaft und für Startups. Und wenn man sich sein Instagram-Profil anschaut, dann wird sehr deutlich, dass er auch noch eine andere Funktion hat. Dort trägt er nämlich einen Raumanzug in dem Profilfoto. Der Düsseldorfer ist nämlich auch Koordinator der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt. Er macht also im wahrsten Sinne des Wortes Rocket Science. Und ich freue mich sehr, dass er uns jetzt live aus Düsseldorf zugeschaltet ist. Ganz herzlich willkommen, Thomas Jatzombek. Ja, hallo. Ich grüße Sie. Wie geht's Ihnen in der Heimat? Danke. Heimatluft zu schnuppern ist immer gut. Und am Sonntag ist ja Kommunalwahl und wir sind alle guter Dinge. Und insofern gibt es eine gespannte Vorfreude in der CDU in Düsseldorf. Ja, wir sind sehr gespannt, wie es am Sonntag ausgeht. Es wird ja eine Stichwahl geben zwischen Stefan Keller von der CDU und Thomas Geisel von der SPD. Das ist heute nicht unser Thema, aber Sie haben mir erzählt, dass Sie deswegen eben in Düsseldorf in Ihrer Heimat sind, um ein bisschen die Wahlkampftrommel zu rühren. Was ich in Ihrer Vita spannend finde, Herr Jatzombek, vielleicht können wir einmal damit anfangen, ist, dass Sie Mitte der 90er, als Sie noch BWL studiert haben, Ihr Studium nach dem Vordiplom abgebrochen haben, um sich selbstständig zu machen als IT-Berater. Wie kommt es, dass Sie dann doch irgendwann gesagt haben, mein Platz ist in der Profipolitik? Also erstmal muss ich nochmal zur Ehrenrettung sagen, dass ich natürlich in der Nichtsitzungswoche immer in Düsseldorf bin, aber heute wegen der letzten Wahlkampfwoche sonst auf der Straße, und ich bin jetzt extra für Sie ins Homeoffice gegangen sozusagen, um mal Bundespolitik zu machen und nicht nur kommunalen Wahlkampf. Ja, was die Vita betrifft, das stimmt, das ist richtig, das war eigentlich immer mein Ziel, selbstständig zu werden. Und ich habe als Student hier und da gejobbt und war 2 Jahre als Redaktionsassistent bei einer Computerzeitschrift, habe da viele Artikel geschrieben und habe auch bei Unternehmen wie Nokia gejobbt und habe da IT-Services gemacht. Und irgendwann kam die Gelegenheit, sich selbstständig zu machen. Bekannter hatte eine sehr bekannte Personalberatung und die brauchten gerade jemand, der die damals Computer, alle Betriebscomputer Windows 95 umrüstet. Das ist also schon ein paar Tage her. Und und daraus ist dann eine Selbstständigkeit geworden und im Anfang eher noch nebenher. Und durch Weiterempfehlungen wurde dann eine Firma und ein Team mit 5 Leuten daraus. Ja, und trotzdem, wie ich ja gerade geschildert habe, sind Sie schon seit 2009 im Deutschen Bundestag. Ist es nicht manchmal so, dass es Sie zurückzieht in die unternehmerische Freiheit, dass Sie sich denken, Mensch, das wäre doch schön, mal wieder Teil der Startup-Szene zu sein? Ja, also das fixt mich natürlich schon an, das gebe ich zu. Und jetzt habe ich natürlich auch das Privileg, in meinem Jobs mit sehr vielen Startup-Gründern, auch mit vielen Investoren zu tun zu haben. Und da klar, das begeistert mich. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, auch wieder selber zu gründen. Aber bevorzugt nicht gleich schon im nächsten Jahr, wenn die Bundestagswahl ist. Und ich glaube, mir macht das also, was ich jetzt tun kann, macht mir schon Freude. Und ich glaube, in der Tat, als Brücke zwischen der Gründerszene und der Politik kann ich doch das eine oder andere machen, von dem ich auch hoffe, dass in der Gründerszene gutiert wird. Und ich sehe jetzt auch nicht so furchtbar viele sonst im Bundestag, die tatsächlich auch ein Verhältnis zur Selbstständigkeit und zum Gründertum haben. Und das wäre auf jeden Fall aus meiner Sicht wünschenswert, wenn wir auch im Unternehmertum mehr Menschen wieder auch begeistern könnten, dafür sich in der Politik einzubringen. Wie stellen Sie das denn ganz persönlich an, dass Sie ein Ohr in der Szene haben? Also gehen Sie da auf Stammtische oder machen Sie mal ein Praktikum im Startup? Treffen Sie sich mit Gründerinnen und Gründern nach Feierabend? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, gut. Also wir machen natürlich jetzt auch keine Einzelberatung, wenngleich ich tatsächlich jetzt im Wahlkreis, also vorhin auch in Düsseldorf, jetzt bei zwei Startups gewesen bin und da tatsächlich eher so eine Art praktische Förderberatung gemacht habe. Das mache ich im Wahlkreis auch gerne. Das findet aber natürlich irgendwo auch eine Grenze in der Kapazität. Das, was wir halt machen, ist, wir planen jetzt oder wir bauen jetzt den Zukunftsfonds mit 10 Milliarden. Und da stellt sich natürlich ganz konkret die Frage, wie stelle ich das auf? Ich habe bei uns im Haus die Verhandlungen für die Corona-Matching-Facilität, das 2 Milliarden Corona-Programm verantwortet. Und da redet man natürlich schon mit dem Start-up-Verband, mit dem BVK, mit anderen Verbänden, aber eben auch mit Investoren, mit Gründern. Viele kommen auf einen auch zu, schreiben einem auf LinkedIn. Im Laufe der Jahre bin ich natürlich auch auf vielen Veranstaltungen gewesen, wo sich auch viele Leute zurückerinnern und dann auf einen zukommen und sagen, hier musst du mal das angucken. Ich gucke mir natürlich auch die Gründer an. Ich versuche auch den Bundesminister, den Peter Altmaier, auch immer in das eine oder andere Startup zu schleppen, damit er da auch den Gründergeist riecht und was ich glaube, ihm auch immer viel Freude macht. Ja, über diesen Zukunftsfonds mit den 10 Milliarden, da sprechen wir auf jeden Fall gleich noch. Das ist ein sehr spannendes Thema, was, glaube ich, auch die deutsche Gründerszene sehr umtreibt. Zunächst mal wollte ich Sie aber mal fragen, Corona grassiert ja in Deutschland jetzt ungefähr schon 6 Monate. Wie ist denn der Zustand der Gründerszene vor dem Hintergrund dieser Pandemie? Also wie stark ist die Digitalwirtschaft getroffen? Ja, sie ist schon ziemlich getroffen. Also ich war heute Mittag, sagte ich gerade schon mal, bei einem Startup in Düsseldorf, die sitzen im Coworking Space und ich war echt schlicht geschockt, dass auch zum Zeitpunkt jetzt da die Mehrheit der Schreibtische frei war. Und das ist ein sehr greifbares Zeichen. Es gibt natürlich Gewinner, Verlierer in dieser Zeit. Es gibt welche, für die es neutral. Ich sag mal, die auf der Verliererseite sind sicherlich alle die, die irgendwas mit Reise anbieten. Im Anfang auch die mit Mobilität, auch Scooteranbieter etc. Ich glaube, das hat sich so halbwegs langsam wieder gefangen. Aber wenn es um Reise geht, nach wie vor schwierig und natürlich alles, was irgendwie mit Eventbranche und Veranstaltung zu tun hat. Gewinner sind zweifelsohne, kann man ja auch deutsche Firmen sehen, solche Companies wie zum Beispiel TeamViewer, die halt eben Remote-Management-Lösungen anbieten. Und alles, was irgendwie Dinge digitalisiert, mit Videokonferenzen zu tun hat, etc. Also es gibt Gewinner und Verlierer und wir versuchen ja mit unserem 2 Milliarden Corona-Hilfsprogramm am Ende auch diejenigen zu unterstützen, die halt eben hier auch besonders stark betroffen sind. Sie haben die Reisebranche angesprochen. Da sind ja so die bekanntesten Unternehmen aus Deutschland, zum Beispiel Flixbus, die wir alle von der Autobahn kennen mit den grünen Bussen, die teilweise ja einfach gar keinen Umsatz mehr machen konnten, weil nichts fahren durfte. Oder Get Your Guide, auch ein recht großes Reisestartup aus Berlin. Wenn jetzt von denen die Gründer zu Ihnen kommen und sagen, Mensch, Thomas, wir haben ja dieses und jenes Problem, wie kannst du uns denn helfen? Was können Sie denen denn überhaupt aus Sicht der Politik anbieten? Ja gut, wir haben ja verschiedene Instrumente und es ist schon mal wichtig, auch mit Betroffenen zu reden und zu hören, was sind eigentlich genau die Bedürfnisse. Und wir haben einmal diese Corona-Matching-Fazilität gemacht oder vielmehr, es ist erstmal unser Corona-Programm, es hat 2 Milliarden, es hat zwei Module oder eigentlich sogar zweieinhalb, aber das größte davon ist die Corona-Matching-Facility, wo wir am Ende halt den Investoren, die jetzt kein Geld mehr haben, um in ihre Startups nachzuinvestieren, am Ende helfen und bis zu 70% eben jetzt nochmal bei neuen Finanzierungen halt eben beispringen. Damit sind jetzt insgesamt 1,2 Milliarden Euro zugesagt und auch vertraglich mit Venture Capitalists verabredet. Ich glaube, dass das Programm ganz gut funktioniert. Es hat auch, muss man sagen, es ist natürlich nicht so, dass wir sagen, hier nehmt alle bitte unser Geld. Wir haben auch ein paar Bedingungen drin, die für manche auch nicht einfach sind. Zum Beispiel eine sogenannte Andienungspflicht. Also der Wagniskapitalgeber, der zu uns kommt, kann jetzt nicht sagen, ich mache Cherrypicking. Bei den super heißen Startups, die ich selber behalten möchte, finanziere ich alles selbst. Und bei denen, die irgendwie schwierig sind, nehme ich dann das Geld des Staates. Das wäre ein schlechtes Risiko für die Steuerzahler, sondern haben wir gesagt, also wer halt eben da mitmachen will, der muss uns dann aber auch überall, wo er nachinvestiert, das andienen. Und jetzt sehe ich, dass der eine oder andere das als Hemmnis begreift, was ich aber auch so verstehe, dass den Wagniskapitalgebern offensichtlich auch dadurch, dass die Börse wieder hochgegangen ist, offensichtlich dieser große Engpass jetzt doch nicht da ist, weil wenn man noch in der komfortablen Lage ist, sowas abzulehnen, weil einem die Bedingungen nicht passen, dann wird es vielleicht auch nicht gebraucht. Das ist mein persönliches Verständnis auch von Subsidiarität. Genau. Und wir haben da drin auch noch ein Programm für die kleineren Gründer, die nicht Wagniskapital finanziert sind. Das machen wir über die Länder. Bis 800.000 Euro pro Start-up. NRW macht zum Beispiel daraus NRW akut.
Und wir haben auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Da haben wir auch extra einen Eingang für Startups gebaut. Und wir hatten heute tatsächlich auch nochmal einen Videocall mit dem Startup-Verband und mit einer ganzen Reihe von betroffenen Unternehmen, um hier auch nochmal, und das ist so meine Aufgabe, auch einen Transfer ins Ministerium zu machen, damit verstanden wird, was die Besonderheiten bei Startups sind gegenüber klassischen Mittelständlern. Vielleicht, dass wir einmal diese Corona-Matching-Facility oder Fazilität genau verstehen, die Sie beschrieben haben. Das fand ich sehr interessant. Sie sagten 1,2 Milliarden Euro, im Endeffekt ja aus den Taschen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sind schon zugesagt dafür, dass Wagniskapitalgeber die Unternehmen, die sie im Portfolio haben, nachfinanzieren können, weil diese Unternehmen wiederum Einbußen haben oder im Moment nicht genügend Geld, zum Beispiel um ihre laufenden Ausgaben zu tragen. Ganz genau. Also erstmal ist das nichts Neues, sondern wir machen, wenn man guckt, was ist das, was wir insgesamt für Startups tun. Wir haben, als Peter Altmaier Minister wurde, ungefähr 4 Milliarden Euro an Startup-Investitionen gemacht. Das sind zum Beispiel der Hightech-Gründerfonds oder auch das Hochschulgründungsstipendium Exist. Das ist der Investzuschuss Wagniskapital für Business Angels, aber der größte Teil geht über den sogenannten EIF-ERP-DACH-Fonds. Das ist zur Hälfte Geld des Europäischen Investitionsfonds, zur Hälfte von uns aus Deutschland. Und damit investieren wir in Wagniskapitalfonds. Und wir haben das jetzt, seit Peter Altmaier Minister ist, verdoppelt auf 8 Milliarden und jetzt auch noch die 2 Milliarden Corona-Hilfen drauf. Also sind von 4 auf 10 Milliarden quasi angestiegen. Haben auch die KfW Capital gegründet und die macht das Gleiche wie dieser EIF-ERP-Wachstumsfonds. Das Modell ist so: Man qualifiziert einmal einen Wagniskapitalgeber, der wird wirklich von vorne bis hinten durchleuchtet, Due Diligence gemacht. Und dann legen wir 20%, 30% Geld in dessen Fonds an. Und er kann damit aber so agieren, als wäre es sein eigenes Geld. Und das macht es erstmal sehr flexibel, weil hier muss man keine Förderanträge stellen, da gibt es niemanden im Ministerium, der Businesspläne prüft und so weiter, sondern die Wagniskapitalgeber können mit unserem Geld wirklich so agieren, als wäre es deren eigenes. Und der Vorteil für uns ist, dass das Risiko am Ende zu 70, 80% bei den Privaten liegt. Das heißt, die überlegen sich schon sehr genau, wo sie hin investieren. Und Und wenn das man heißt ja jetzt auch mal im guckt, Umkehrschluss, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhaken darf, dass der Bund, also wir Steuerzahlerinnen und Zahler, Anteilshaber von Startups, also von sehr risikobehafteten Unternehmen werden durch diesen Mechanismus, ne? so sieht's aus. Und das Ja. ist genau richtig. Was wir halt machen, ist eine Risikostreuung, indem wir über Dutzende von Fonds hinweg halt eben solche Einlagen machen. Und dieser EIF-ERP-Wachstumsfonds, weil er jetzt also schon seit einigen Jahren läuft, hat tatsächlich, und das unterscheidet die Startup-Finanzierung von allen anderen Programmen des Bundes. Wenn ich ein Rentenpaket mache, ist das Geld sowieso direkt umverteilt und weg. Wenn ich eine Straßenbahnschiene oder eine Autobahn baue, dann ist das Geld irgendwann auch weg, weil die abgefahren ist nach 20, 30 Jahren. Die Startup-Investments, die sind alle wieder bisher zurückgekommen, plus Rendite. Und die Rendite ist sogar beim EIF jetzt im zweistelligen Bereich. Das heißt, wir bereichern mit dem, was wir machen, tatsächlich unsere Steuerzahler. Denn wir investieren das Geld. Offensichtlich diejenigen, die es in unserem Auftrag tun, investieren es sehr gut. Und es kommt eine zweistellige Rendite an den Steuerzahler zurück. Naja, aber bei vielen Investments können Sie das doch jetzt noch gar nicht wissen, ob da nicht auch eine sehr hohe Ausfallquote drinsteckt, wenn schon private Wagniskapitalgeber denken, oh, im Moment investiere ich vielleicht lieber nicht oder habe eben gar kein Geld, um da rein zu investieren. Also das Risiko ist doch eher höher geworden für solche Investitionen. Na gut, ich meine, das ist bei jeder Anlageform immer so, dass man auf die Zukunft nur spekulieren kann, aber Daten aus der Vergangenheit hat, die dann die Performance einer Anlageklasse halt auch im Vergleich zu anderen darstellt. Und da, wie gesagt, haben wir wirklich außergewöhnlich gut performant abgeschnitten. Und für die Zukunft haben wir ja genau jetzt diese Andienungspflicht auch gemacht in unserem Corona-Hilfsprogramm mit den 2 Milliarden. Wir können zwar jetzt bis zu 70% nochmal, also wenn jetzt ein Fonds, ich sage mal, der hat 100 Millionen und der muss jetzt nochmal 10 Millionen nachinvestieren, dann können wir theoretisch 7 Millionen Euro öffentliches Geld reinbringen. Wenngleich es aber auch so ist, dass bei jedem einzelnen Unternehmen, wo investiert wird, maximal 50% öffentliches Geld drin sein darf. Ja, also dann braucht er noch einen Partner, der dann halt eben mit investiert. So, und das bedeutet, dass am Ende eben bei den Privaten immer noch mindestens 50% des Risikos sind. So, und darüber gehen wir auch ganz bewusst nicht. Diese 50%-Grenze haben wir gezogen und haben gesagt, wir wollen es jetzt auch eben, wir wollen jetzt nicht in die schlechten Risiken rein. Und
Wenn der jetzt mit seinem Fonds, mit diesen 10 Millionen, die er nochmal auflegt, um seine 100 Millionen, die er bisher hatte, halt eben nachzuinvestieren, dann muss er uns auch an den Firmen beteiligen, wo er sicher ist, dass die der Gewinner sind, weil die vielleicht jetzt mehr Geld brauchen, weil die zum Beispiel Videokonferencing machen und eben genau deshalb eben, die brauchen kein Geld, weil es schlecht läuft, sondern die brauchen noch mehr Geld, weil es gut läuft, um halt eben ihr Wachstum zu finanzieren. Und da sind wir dann genauso mit beteiligt. Ist natürlich eine relativ neue Dimension von, nennen wir es mal, staatlichen Eingriffen, die da jetzt aktuell stattfinden. Was würden Sie denn sagen, wo zieht man die Linie, wo Sie sagen, hier sollte der Staat nicht weiter eingreifen, um die Mechanismen des Marktes nicht zu stören oder eben um nicht Geld im Auftrag der Steuerzahlerinnen und Zahler zu investieren, was am Ende möglicherweise gar nicht zurückkehrt? Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil wir die auch im Augenblick diskutieren. Wir haben halt in der Vergangenheit Linien gezogen, zum Beispiel bei der KfW Capital, dass sie maximal 20% der Investitionen machen durfte und 80% privat kommen musste. Der AIF durfte immer noch ein bisschen mehr, die durften auch zusammen, das waren aber eher dann die Ausnahmefälle. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit das auf 50% erhöht, da haben wir aber die Linie gezogen. Der Staat ist natürlich bei all diesen Firmen nicht drin, nur mit Geld. Wir haben keine. Also dadurch, dass diese Wagniskapitalgeber, die haben eine GmbH und KKG-Struktur typischerweise. Das heißt, es gibt einen General Partner, das sind die, die Investitionsentscheidungen treffen. Und dann gibt es die Limited Partners, das sind jetzt beispielsweise wir mit über die KfW oder das sind auch Family Offices oder wer auch immer da halt in so einen Fonds investiert, die halt das Geld geben, aber die haben keine Rechte mitzureden. Die haben auch Und keine deshalb ist Anteile da. an den Firmen dann, oder? Die haben einen Anteil an dem Fonds. Genau. Und der Fonds wiederum hat Anteile an der Firma, aber sie haben an diesem Fonds reine Finanzanteile. Also eine GmbH und KKG hat ja Komplementär- und Kommanditisten. Und der Komplementär kann die Entscheidung treffen und die Kommanditisten sind quasi stille Einleger. Und genauso muss man sich die Rolle des Staates vorstellen. Das heißt, wir entsenden jetzt hier keine Mitglieder an irgendwelche Aufsichtsräte oder andere Gremien. Und deshalb ist das eine ziemlich staatsferne Finanzierung. Auch treffen wir, wie gesagt, selber nicht die Investitionsentscheidungen. Ich glaube, dass ich schätze unsere Beamten sehr. Wir haben wirklich tolle, super fleißige Leute. Aber natürlich ist keiner von denen am Ende draußen im Markt und hat am Ende die Expertise auch zu entscheiden, ob das Startup A, B oder C jetzt das richtige Team hat, um so eine Sache zu machen. Und deshalb die Entscheidung wird von Privaten getroffen für die Investments und auch am Ende das Management in den Unternehmen wird von Privaten gemacht. So, und die Frage jetzt mit dem Zukunftsfonds, um noch schon mal die Brücke zu bauen, da stellt sich jetzt in der Tat auch die Frage, die uns auch die Szene stellt, so in welchen Größenordnungen gibt er jetzt Geld und was bedeutet das am Ende? Werden damit jetzt eher noch mal größere Runden gemacht, wo wir vielleicht ein Problem haben? Können wir auch noch mal drauf kommen? Oder gibt es jetzt einfach noch mehr Geld in der Größenordnung, wo wir jetzt schon sind, was dann möglicherweise auch zu einer Inflation der Preise führt? Genau, also um das auch einmal für unser Publikum zu erklären, ein großes Problem für Startups in Deutschland ist ja nicht erstmal relativ kleine Summen, das heißt zum Beispiel bis zum einstelligen Millionenbereich zu bekommen von Wagniskapitalgebern, um so die ersten Wachstumssprünge hinzulegen, sondern das Problem sind eher diese Summen im Bereich 10, 50 oder 100 Millionen Euro. Das sind leider größtenteils dann eben Investoren aus dem Ausland, die sich Anteile an den innovativen Ideen made in Germany sichern und dann wandern die Ideen im schlimmsten Fall ab. Und da will ja der Bund natürlich gegensteuern. Ich habe mal nachgeschaut, Herr Jatzombek, schon im November 2019, also fast vor einem Jahr, gab es die Einigung, dass es den Fonds, den Sie jetzt schon mehrmals angesprochen haben, dieser Zukunftsfonds geben soll, und zwar in Höhe von 10 Milliarden Euro Wagniskapital, wo, glaube ich, der Bund, ähnlich wie das in Frankreich auch gemacht wurde, institutionelle Investoren, also zum Beispiel Versicherungen, Rentenfonds, dazu anleiten will, Geld in die Hand zu nehmen, um das an Startups weiterzugeben. Jetzt haben wir Ende September 2020. Wo sind wir denn aktuell bei der Zusammenstellung dieses Fonds? Ja, also zu der Größe erstmal der Vergleich zu Frankreich. Das ist ein guter Hinweis, weil Franzosen haben, glaube ich, 5 Milliarden akquiriert. Das ist im Wesentlichen privates Kapital. Wir machen 10 Milliarden öffentliches Kapital und bei einem typischen Hebel von 5 bedeutet das, dass wir mit 50 Milliarden, also die zehnfache Summe dessen, in den Markt bringen, was Frankreich macht. Ja, damit man mal sehen kann, in welcher Größenordnung bei uns agiert wird, jetzt auch im Können Sie Vergleich das zu Frankreich. erklären, wie funktioniert das mit diesem Hebel von 10 auf 50 zu kommen? Wer hebelt da Ja, was?
das, was ich vorhin schon mal beschrieben habe, indem wir hingehen und in Fonds 20% Okay. reinlegen. Das heißt, dass 80% des Geldes dann halt von privaten Anlegern kommt. Und so können wir halt, wenn wir 10 Milliarden anlegen, dann am Ende in so einem, es gibt verschiedene Produkte, es gibt auch welche, machen wir mal 50-50. Aber wenn man, wir haben auch welche, da ist der Hebel noch größer. Aber wenn man einen Hebel von 4 oder von 5 anlegt, kommen wir auf 40, 50 Milliarden Euro. Wir sind also tatsächlich in der Größenordnung fast 10-mal so viel, wie Frankreich jetzt hier macht. Und warum ist das Ganze noch nicht im Lauf? Das hat einen ganz einfachen Grund, der heißt Corona. Wir haben ziemlich viel Energie auf den Zukunftsfonds gelegt. Wir hatten dazu eine Roadmap, die sah vor als einen wichtigen Meilenstein am 1. April, dass der KfW-Verwaltungsrat am Ende halt eben das Grundprogramm beschließt und dann halt auch alles an Feinzeichnungen macht, eine Simulationsrechnung macht, Dinge, die aufgrund der Bundeshaushaltsordnung notwendig sind. Und das haben wir auch noch hingebracht am 1.4. Aber dann waren alle Mitarbeiter mit den Corona-Hilfsprogrammen Tag und Nacht beschäftigt. Und damit meine ich wirklich Tag und Nacht. Wir hatten teilweise Videocalls sonntags morgens um 1. So, und nachdem wir aber jetzt, glaube ich, diese meisten Corona-Hilfsprogramme auf der Straße halt eben haben, haben wir jetzt auch noch mal im Koalitionsausschuss vor 3 oder 4 Wochen beschlossen, dass das jetzt die Priorität Nummer 1 ist, das hinzubringen. Wir werden das jetzt in den Bundeshaushalt fürs nächste Jahr einstellen und unsere Teams und die KfW arbeiten jetzt mit Hochtouren daran, das Ganze fertig zu kriegen. Das heißt, um mal im Startup-Jargon zu bleiben, wann soll der Marktstart dafür sein für diesen Zukunftsfonds? Ja, der neue Haushalt gilt ja dann ab dem 1. Januar. Und wir machen das aber über 10 Jahre, das muss man auch immer dazu sagen. Das ist auch bei der KfW, auch bei anderen Dingen. Ich glaube, das ist auch klar. Man muss ja auch die Investitionen hochfahren und kann nicht auf einen Schlag das ganze Geld in den Markt pumpen. Denn insbesondere fängt man ja auch an und investiert erstmal in Firmen. Und wenn sie dann wachsen, muss man auch nachinvestieren. Deshalb geht kein Investor hin und legt sofort sein gesamtes Geld in irgendwas rein. Das machen wir genauso. Und wir werden jedenfalls dann irgendwann im Beginn 2021 mit dem Ding an den Start gehen. Technisch ist es ab dem 1.1. möglich. Es besteht insgesamt auch aus ganz vielen verschiedenen Modulen. Und wir werden dann auch sehen, mit welchen wir wie schnell unterwegs sind. Ich glaube nicht, dass jetzt alles zum 1. Januar starten wird, aber unser Ziel ist natürlich schon, dass wir jetzt im Laufe des nächsten Jahres möglichst viele dieser Module halt eben ans Laufen bekommen. Wenn wir gerade mal bei diesem Vergleich zu Frankreich bleiben, weil ich den auch mehrfach gehört habe, als ich mich so in meinem Bekanntenkreis von Absolventen der Uni Mannheim, wo ich BWL studiert habe, umgehört habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch und gefragt habe, Mensch, was würdet ihr Thomas Jatzombeck fragen? Hieß es immer wieder, ja, könnte Deutschland nicht mehr Macron wagen? Könnte Merkel nicht so ein bisschen mehr wie Macron sein, der zum Beispiel auch einmal im Jahr bei diesem France Digital Day sehr viele Gründerinnen und Gründer einlädt und ihnen quasi als Präsident des Landes zeigt, wie wichtig er diese Sparte findet. Demgegenüber Angela Merkel, so zumindest meine Wahrnehmung, jetzt nicht sehr viele Verbindungspunkte mit der Start-up-Szene hat. Würden Sie das auch so schätzen, dass ja Angela Merkel vielleicht noch nicht so ganz drin ist in der Szene und was glauben Sie, was da noch geschehen könnte, um dem Ganzen so einen höheren Stellenwert einzuräumen? Ja, die Frage ist immer, wie man die Dinge vermarktet. Also ich weiß, dass ich vor 2 Wochen ein Gespräch mit einigen Start-up-Gründern hatte und vertraulich und sich da auch recht gut darüber informiert hat, wie da die Modelle funktionieren und wo der Schuh drückt. Und ich erinnere mich auch daran, dass wir über das Zehner jetzt eine Zehnheit gemacht haben vor einigen Jahren. Und da stand sie dann gemeinsam mit Oliver Samwer auf der Bühne und da hat der ein oder andere Gründer vorher gedacht, der größte Hai im Internet, der frisst die Kanzlerin auf. Und dann hat Angela Merkel dann mal 5 Minuten lang erklärt, wieso die Grundzusammenhänge der Startup-Ökonomie sind. Dann hat dann zu Oliver Samwer gesagt, so, und jetzt sind Ihre Fragen welche? Und er stand so verdattert da, war so überrascht, weil er dachte, er müsste jetzt Angela Merkel erklären, wie es funktioniert. Deshalb, ich glaube, der Schein trügt da auch manchmal. Es ist am Ende halt auch so, es kommt natürlich immer darauf an, was auch wirklich geliefert wird und welche Programme dann am Ende auch wirklich stattfinden. Und ich glaube, da brauchen wir uns nicht zu verstecken, weil ich sehe ganz oft auch im Vergleich zu Frankreich, dass die französische Regierung schon auch ein großes Faible für große Organisationen und Unternehmen hat. Und wir haben ja schon über den Raumfahrtkoordinator gesprochen. Wir sind gerade dabei und wollen jetzt 3 Raketen-Startups, zum ersten Mal, glaube ich, seit 1942 wieder ernsthafte Raketen aus Deutschland, die in den Weltraum fliegen, um da halt eben Kleinsatelliten auszubringen, und also außerhalb des Forschungsbereichs. Und
Da jedenfalls gucken die Franzosen mit Argusaugen, die da ihre Startups eher nicht sehen, sondern sagen, wir machen das mit Ariane. Und da gibt es viele Beispiele in dieser Richtung. Also ich glaube, die Startup-Freundlichkeit und Durchlässigkeit bei uns ist doch schon recht hoch. Und ich sehe meinen Auftrag auch darin, und daran arbeiten wir auch sehr, dass wir auch bei öffentlichen Ausschreibungen viel stärker Startups berücksichtigen. Zum Beispiel ist es mein Vorschlag gewesen, dass wir halt für das Thema Flugtaxen auch eine Ausschreibung machen, damit die Startups, die da sind, schon die Möglichkeit bekommen, ihren Investoren zu sagen, es gibt für uns diese Aufträge. Der Staat selbst stellt es in Auftrag und es gibt dann auch so Meilensteinpreise. Und ich glaube, das kann man in vielen weiteren Technologiebereichen machen, um damit auch den Staat als Ankerkunde, weniger als Investor, sondern als Ankerkunde auch Dinge zu ermöglichen. Wenn uns jetzt die Leute so zuhören, Herr Jatzombek, die letzten 25 Minuten haben wir sehr viel über digitales Reisestartup, Software und oder auch Raketen gesprochen. Wenn jetzt Menschen bei eher, sage ich mal, traditionellen Unternehmen, auch im produzierenden Gewerbe arbeiten, fragen die sich vielleicht so, wo ist denn hier eigentlich die Brücke zwischen der, nennen wir es mal, traditionellen Industrie in Deutschland und der aus der neuen Welt? Wie schätzen Sie das ein? Hat die Politik das Ohr genug, sage ich mal, an dieser Verbindungsschiene zwischen den beiden Welten? Oder sagen die, wir konzentrieren uns lieber auf das komplett neue Zeug, salopp gesagt, und das alte ist gar nicht mehr so interessant? Also wie schafft man es, dass sich da nicht irgendwie so ein Kampf der Generationen aufbürdet, sondern dass man beides gemeinsam zu einem guten Ergebnis führt? Ja, das ist natürlich schon eine echte Herausforderung. Und ich glaube aber, man muss halt auch da unterschiedliche Figuren für unterschiedliche Aufgaben haben. Und meine Aufgabe besteht darin, das neue Technologiegeschäft aufzubauen. Und deshalb kümmere ich mich um Startups. Deshalb müssen wir jetzt gucken, dass wir unsere Initiative fürs Quantencomputing so aufsetzen, dass da auch eine erfolgreiche Kommerzialisierung rauskommt. Das Thema Mobilfunk, das Thema Wasserstoff. Wir haben wirklich sehr viele Initiativen, um in neue Technologie zu investieren, bis hin zu Kernfusion. Und am Ende müssen halt diese neuen Geschäftsfelder aufgebaut werden, weil wir ansonsten irgendwann in 5 oder in 10 Jahren sagen, warum ist es uns jetzt auf einmal beim Quantencomputing ähnlich gegangen wie mit den Internetplattformen? Und dann sieht man nur amerikanische und chinesische Unternehmen und das wäre für unsere Infrastruktur schlecht. Das wäre übrigens auch schlecht für unsere Souveränität als Staat, denn ich glaube, Souveränität bedeutet, dass wir am Ende unsere Leben, unser Leben, unsere Werte leben können, ohne dass es technische Restriktionen gibt, die über andere Staaten gesteuert werden, die uns darin irgendwie einschränken wollen. Und das sehe ich als meine Aufgabe an. Ich bin jetzt nicht derjenige, der ThyssenKrupp Steel rettet. Dafür gibt es andere bei uns im Haus, die da eine große Expertise haben. Da habe ich auch großen Respekt vor. Ich glaube, man muss sich um die bestehende Industrie kümmern, aber es wäre ein Fehler, wenn man sich nur darum kümmert, wie kriegt man die alten Diesel, die alten Flugzeuge oder was auch immer abverkauft und nicht daran denkt, wie sind wir eigentlich in 5 oder in 10 Jahren markt- und konkurrenzfähig. Und deshalb auch elektrisches Fliegen, Wasserstoffflugzeug, auch eins meiner Kernprojekte, bin ich auch ganz stolz, dass Airbus jetzt erklärt hat, 2035 das jetzt wirklich auch in den Markt bringen zu wollen. Wobei auch da interessanterweise Emmanuel Macron getwittert hat, Innovation made in France, und anscheinend vergaß, dass es ja ein deutsch-französisches Unternehmen ist. Also auch da sieht man wieder, wie Sie es nannten, Marketing-Thema, da hat er vor allem Frankreich im Blick anscheinend, ne? So ist das. Und wir haben natürlich, die Franzosen sind für uns ein Freund, aber auch manchmal ein Konkurrent bei diesen Dingen. Und gerade natürlich Airbus, ein europäisches Unternehmen, nicht nur deutsch-französisch, hat auch große Standorte in Spanien, in Großbritannien und im Übrigen mittlerweile auch in den USA und in China. Ist wirklich ein global operierendes Unternehmen. Aber wir haben hier über die Jahre schon eine Menge investiert. Elektrisches Fliegen ist bisher bei Airbus aus Deutschland gekommen. Da gibt es über 200 Mitarbeiter, die waren vorher bei Siemens, jetzt sind sie bei Rolls-Royce, aber in Deutschland stationiert. Wir haben Tankstrukturen für Wasserstoff in Hamburg in unserem Zentrum für angewandte Luftfahrt entwickelt. Brennstoffzellen werden hier entwickelt. Ich glaube, wir bringen eine Menge Technologie dafür mit. Und 7 Milliarden Wasserstoffprogramm. Interessanterweise machen die Franzosen auch 7 Milliarden. Ich glaube, dass das aber für das Thema Wasserstoff wirklich gut ist, wenn jetzt mal hier ordentlich investiert wird, damit alles mal aus dem Prototypenstadium auch Richtung Serie kommt. Und das ist, glaube ich, eine Technologie, die gerade für Flugzeuge, für LKWs, für Schiffe, für all solche Dinge, die sie mit Batterien nicht betreiben können, sicherlich ein großes Zukunftspotenzial hat. Was ich Sie auf jeden Fall auch noch fragen wollte, da Sie ja schon wirklich sehr lange dabei sind, einerseits als Politiker, aber eben auch als Teil der Startup-Szene, wie Sie das bewerten, wie sich der Stellenwert dieser
Szene oder überhaupt der digitalen Wirtschaft in Deutschland entwickelt hat. Ja? Also wenn man sich jetzt mal Corona anschaut, Sie haben vorhin erzählt, 1,2 Milliarden sind quasi schon bereitgestellt vom Bund, um Wagniskapitalfonds dabei zu unterstützen, in Startups zu investieren. Demgegenüber gibt es aber jetzt zum Beispiel Milliardensummen, die der Staat in die Hand genommen hat, um eine Lufthansa vor der Insolvenz zu retten. Wie bewerten Sie das? Hat da jeder verstanden in der Regierung, wie systemrelevant auch die Startup-Szene und die digitale Wirtschaft für Deutschlands Zukunft ist? Ja, das glaube ich schon, weil wir wirklich ja auch parallel dazu sehr viele Zukunftsinvestitionen machen. Wir haben 2 Milliarden in dem Startup-Rettungspaket gemacht. Wir haben vorher schon unsere Investitionen um 4 Milliarden hier hochgefahren. Wir machen jetzt 10 Milliarden mit dem Zukunftsfonds. Wir machen 2 Milliarden für Quantencomputing. Wir machen 2 Milliarden für Mobilfunkentwicklung, 5G, 6G, Open-RAN-Technik. Wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Technologiefelder, wo wir investieren. Also ich finde, in diesen Konjunkturprogrammen ist die Perspektive auf die Zukunft doch sehr ausgeprägt. Aber demgegenüber gab es zum Beispiel in den Medien ja einige kritische Töne, das werden Sie auch mitbekommen haben, als zum Beispiel ein Startup aus Berlin, das seit einigen Jahren existiert, aber noch nie Gewinn gemacht hat, anscheinend nach einem 10-Millionen-Kredit vom Staat gerufen hat, wo man sich gefragt hat, naja, die haben eigentlich kein Geschäftsmodell, warum sollte denn der Staat überhaupt hier einsteigen? Wie sehen Sie das, diese Entwicklung? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche Firma das ist, um die es da geht. Natürlich kommt der eine oder andere zu uns an. Das unterliegt dann aber alles auch dem Bankgeheimnis. Deshalb kann ich das jetzt auch nicht öffentlich hier ausbreiten. Ich glaube aber, dass ein Merkmal der Plattformökonomie und der digitalen Ökonomie ist, dass viele Unternehmen tatsächlich keine Gewinne machen. Und wenn ich richtig informiert bin, hat Amazon bis heute keine gemacht, sondern immer alles, was sie hatten, reinvestiert, um damit Reichweite auch zu generieren und neue Technologien zu generieren. Und das, glaube ich, muss man berücksichtigen, wenn man mit Startups redet. Am Ende ist es halt eben so, dass für die konventionellen Unternehmen das Umsatzwachstum der entscheidende Erfolgsfaktor der KPI ist und für Startups am Ende eben das Attrahieren von weiterem Wagniskapital. Und da kann man schon auch sehr genau sehen, welche Unternehmen halt eben eine Perspektive haben und welche nicht. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Deshalb gehen die Investoren hin, investieren in 10 Firmen und gehen davon aus, dass am Ende eine so erfolgreich ist, dass sie den ganzen Fonds zurückverdient mit einem Multiple, also mit einem Mehrfachen. Das ist die Logik, mit der da gerechnet wird. Und das funktioniert für eine ganze Reihe Fonds auch sehr gut. Es gibt natürlich auch schlecht performende Fonds, aber ich glaube, dass wir bisher immer diejenigen selektiert haben, auch die hier am Ende einen guten Job machen. Und insofern muss man einfach die Logik dieses Startup-Ökosystems verstehen, um auch zu begreifen, wie man dann die richtigen Entscheidungen dabei trifft. Bei Amazon ist es interessanterweise so übrigens, dass sie 20 Jahre lang, also die wurden ja 95 gegründet, tatsächlich keinen Cent Gewinn gemacht haben, aber zum Beispiel aktuell Rekordgewinne verbuchen. Ja, ich glaube, allein im zweiten Quartal 2020 waren es knapp 6 Milliarden, die natürlich alle reinvestiert werden, aber das sind ja auch Summen, die enorm sind und wo man einen sehr langen Atem braucht. Das haben Sie ja sehr richtig beschrieben. Eine Sache noch, wenn wir über die Startup-Szene sprechen, müsste man ja leider fast immer das männliche Wort Gründer, Investor nehmen, denn es ist eine sehr männlich geprägte Szene. Ich habe mal nochmal nachgeschaut, es gibt den Female Founders Monitor vom Bundesverband Deutsche Startups, nachdem gerade mal 16% der Gründungen in Deutschland weiblich sind. Was sind denn da so Ihre Ideen? Was könnte man tun, um das zu ändern und eben mehr Frauen zu motivieren, sich selbstständig zu machen und ein neues Unternehmen zu erschaffen? Ja, wir wollen eine Agenda machen für mehr Diversität bei den Gründern. Das ist aus meiner Sicht ein super entscheidender Faktor. Ich glaube, das zentrale Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass zu wenige Leute gründen. Aus diesem Monitor, aus dem Gründermonitor, vielmehr kann man sehen, dass von 100 Beschäftigten nur ein Ja oder ein Nee gründet. Das ist zu wenig. Und wenn man jetzt nochmal sieht, wie wenig am Ende reine weibliche Teams gründen, dann sind das, glaube ich, nur 4%. Das ist eine wirklich super, super geringe Zahl. Da würde ich erstmal aus Marketing-Sicht sagen, da scheinen die Früchte noch niedriger zu hängen, auch mehr zu gewinnen fürs Thema Gründen. Und ich glaube auch im Übrigen, dass Gründerinnen auch anders gründen. Und das tut dem gesamten Startup-Ökosystem auch sehr gut, wenn wir hier mehr Gründerinnen gewinnen. Und deshalb werden wir jetzt eine große Kampagne machen als BMWI, auch noch in diesem Jahr, und Gründerinnen nach ihrer Geschichte fragen, aber auch in der Szene nach Erfahrungen, nach Konzepten und Vorschlägen fragen, was man tatsächlich hier tun kann, auch seitens des Staates, um da an der Stelle besser zu werden. Wir bringen selbst auch Ideen mit. Man kann auch zum Beispiel bei Gründerstipendien auch mal ein eigenes für
weibliche Gründer machen. Man kann auch einen Gründerwettbewerb in Schulen machen, wo gemischte Teams nur mitmachen dürfen. Man kann beispielsweise auch bei den Investment Committees, die es dann auch bei den staatlichen VCs gibt, also jetzt wie halt der Gründerfonds oder Coparion, mal rein weibliche Investment Committees aufsetzen. Das sind so ein paar Ideen, die wir haben, aber die würden wir damit in die Diskussion einbringen. Am Ende, glaube ich, weiß die Gründerszene selbst am besten, was funktioniert und was nicht. Daraus wollen wir eine Agenda machen und dann auch wirklich umsetzen. Vielen Dank, da sind wir sehr gespannt, wie sich das entwickelt wird. Wir nehmen noch eine Frage zum Abschluss rein, Herr Jatzombeck, aus dem Publikum. Und zwar, ob für die Förderung der digitalen Wirtschaft nicht auch die klassischen Instrumente der sozialen Marktwirtschaft benötigt werden, fragt jemand bei Facebook. Und zwar zum Beispiel eine grundlegende Steuerreform zugunsten von Unternehmen oder eben zugunsten vom Mittelstand. Wie sehen Sie das? Ich weiß nicht, wenn wir über die Frage reden, ob jetzt jemand gründet oder nicht, oder erfolgreich ist oder nicht, ob es ihm helfen würde, wenn er 3% mehr oder weniger Steuern zahlt. Und ich glaube, ganz ehrlich, in der aktuellen Phase, jetzt auch mit den Investitionen in Corona, ist der Luft nicht da zu sagen, wir machen jetzt einen Steuerschnitt, der wirklich drastisch ist. Ich würde mir wünschen, dass das Thema Steuern deutlich einfacher wird. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, auch was die Frage der Bürokratie betrifft. Da sehe ich in der Tat größeren Bedarf und das ist gar kein gründerspezifisches Thema. Ich habe jetzt gerade einen Antrag für meinen Sohn zur Einschulung auf den Tisch bekommen und ich musste auf vier Formularen viermal immer wieder Name und Anschrift von meiner Frau und mir, die dann im Übrigen auch noch identisch ist, aber das interessierte da keinen, eintragen und von unserem Sohn und so weiter. Und da habe ich mir nur gedacht, das kann einfach echt nicht wahr sein. Und so funktioniert auch das Thema halt eben für all die ganze Bürokratie mit den Gründern unterwegs sind. Und das würde ich mir wünschen und dass die Steuererklärung tatsächlich schon vorausgefüllt ist und man am Ende mit einem Klick sagen kann, that's it und ich habe hier meine Arbeitnehmerpauschale oder was auch immer. Das ist das, was ich glaube, was wir jetzt auch bald mal erreichen müssen im Bereich E-Government. Da gibt es großen Aufholbedarf. Ich sehe, dass Helge Braun und andere sehr energisch daran arbeiten, insbesondere im Maschinenraum Standards zu vereinheitlichen und Interoperabilität herzustellen, was eine absolute Voraussetzung ist. Aber was die Endkundenschnittstelle betrifft, was die Usability von den Produkten betrifft und aber auch am Ende die Nutzung quer über alle Themenbereiche hinweg. Da müssen wir besser werden. Und der Gründer, der abends nicht 3 Stunden lang den Einschulungsantrag ausfüllen muss, der hat eben 3 Stunden mehr, sich zu überlegen, wie er sein Geschäft entwickelt oder nochmal Kunden anzurufen. Wunderbar, vielen, vielen Dank, Herr Jatzombeck, dass Sie auch diese Brücke mal zwischen Ihrem persönlichen Alltag und den Irrungen und Wirrungen des Gründerlebens schlagen konnten. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und auch für diese vielen mutmachenden Aussagen zur Zukunft der digitalen Wirtschaft. Gerne. Ich glaube, dass das Startup-Ökosystem sich hier über die letzten Jahre super entwickelt hat. Vor 10 Jahren gab es hier noch kaum digitale Gründer. Ich sehe so viele aus dem Boden sprießen. Ich sehe auch so viele Fonds auf einmal, die jetzt mit 100 Millionen schon an den Start gehen. Das war vor 10 Jahren noch die absolute Ausnahme. Und deshalb bin ich positiv und zuversichtlich. Und ich glaube, wenn wir da jetzt weiter dran arbeiten und unsere Programme weiterentwickeln, dann werden wir sicherlich hier auch noch ein super Wachstum in der Zukunft sehen. Wunderbar, das werden wir ja gespannt verfolgen. Und ich darf euch da draußen auch danken, dass ihr euch an diesem schönen sonnigen Dienstagabend bei uns reingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Kass Konkret. Wie immer geht es nächste Woche Dienstag weiter, dann schon wieder um 18 Uhr zu unserer Stammuhrzeit. Schaut bis dahin gerne auch nochmal bei unserem Instagram-Account Kass Bundesstadt Bonn vorbei oder natürlich auch bei Thomas Jatzombeck, der dort auch über den Wahlkampf in Düsseldorf berichten wird. Ich wünsche euch allen und Ihnen, Herr Jatzombeck, noch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Tschüss.